Christian Ehring findet's geil. Ja, Christian Ehring findet's geil. Sondierung. Endlose Sondierung. Jetzt mal ganz ehrlich, Herr Ehring, was kann man daran denn geil finden? Bitte? Also, diese Sondierungsgespräche sind das Geilste, wirklich das Allergeilste, was mir jemals passiert ist. Das geht fast schon in den Bereich supergeil. Das soll niemals aufhören. Wird sie auch nicht. Ich bin so ein Fan von diesen täglichen sinnlosen Interviews, was man da alles erfährt. Wussten Sie zum Beispiel, was die Rot in ihrer Jutetasche hat? Zahnpasta, Zahnbürste, sagen wir mal, das, was man halt braucht zum Abschminken und zum Schminken neu dabei. Ich weiß ja nicht, was Sie in der Nacht brauchen. Ich schmink mich auch nachts, ständig. Atemlose Spannung, was holt Crazy Claudia als nächstes raus? Ein Labello, eine alte Rotzfahne, es gibt so viele Möglichkeiten. Geil. Aber das Allergeilste ist ja, wenn die einfach immer weiter sondieren, dann gibt's nie eine Regierung. Und wir Bürger können die 45 Milliarden behalten, die Jamaika verjuxen will. Wir sind alle reich. Oberaffentitten geil. Ja, ich glaube, Herr Ehring, da machen Sie jetzt aber einen Denkfehler. Zu spät, ich habe den Porsche schon bestellt. Und woher weiß ich, ja, woher weiß ich, dass Jamaika garantiert nie kommen wird, weil ich dem Dobrindt genau zuhöre. Achten Sie hier mal auf die subtilen Zwischentöne. Jetzt diese sehr schwierige Operation zu versuchen, einem guten Ende zuzuführen. Ob das gelingt, geht nicht. Es geht nicht. Ob das gelingt, geht nicht. Wie geil ist das denn bitte? Bei dem Dobrindt, klar, hat sich im Laufe der Verhandlungen so viel Wut, so viel Gift aufgestaut. Den müssen wir wahrscheinlich bald in der Asse entlagern. Ja, es ist alles nur noch geil. Ja, aber Deutschland braucht doch irgendwann eine Regierung. Ach ja? Kurze Nachfrage meinerseits. Wozu denn? Es läuft doch. Unser Wirtschaftswachstum ist im dritten Quartal so stark gestiegen wie seit 6 Jahren nicht mehr. Wir dürfen diesen Aufschwung jetzt nicht durch unnötige Regierungsbildung gefährden. Ich sage, lasst uns weiter sondieren. Bis in alle Ewigkeit. Mein Vorschlag, wir sperren die Tür von dieser Hütte, wo die da verhandeln. Sperren wir von außen zu und schmeißen den Schlüssel weg. Die kommen da nie wieder raus. Ja? Dann wirft man dem Altmaier ab und zu Futter hoch auf den Balkon. Das reicht doch. Ja, und so geht's dann weiter. Mehr Sondierung, weniger Regierung. Deutschland wird zur Sondierokratie. Ich habe so das Gefühl, das Wetter ist seitdem nicht viel besser. Kann das sein? Absolut. Christian Ehring, meine Damen und Herren. Vielen Dank.